Schau mal, wie static ich hier oben sitze. Fahrenden Wender, Steuer- und Backbord aufsetzen. Hallo! Hallo, Leute, und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Kanal des Hundes. Ja, wir sind zurück am Start heute als ein süßer kleiner Shiba Inu. Wobei, es sieht mir eher nach einem Akita Inu aus, aber ich soll es ein Shiba Inu darstellen, weil das Ding ist riesig. Das ist ein riesen Shiba. Ich meine, gib dich das mal, oder? Ist der so groß oder sieht er nur so aus? Nee, das ist ein Akita. Der ist doch viel zu groß für einen Shiba. Und heute sind wir auf jeden Fall als Hund unterwegs. Ich habe richtig Bock drauf. Und liebe Leute, wenn ihr mehr von sowas sehen wollt, lasst es mich wissen mit einer positiven Bewertung. Lasst doch kostenlos ein Abo da. Würde mich sehr hart freuen, wenn ihr abonnieren könntet. Die Glocke aktivieren könntet, macht einen kleinen Team glücklich. Und ja, wuppelt doch gerne im Shop vorbei. So, jetzt schauen wir mal durch auf VLife Online mit einem echten Shiba Inu, Akita Inu Mischling. Ich finde, wartet mal, Ähnlichkeit ist schon da, ne? Ja, Shiba Inu auf dem Fahrradl, wer kennt's nicht? Oh, hallo, my friend, hello, my friend, hello. Schau, das sind schon meine Freunde auf der Spielhundewiese. Wo ist er denn hin? Hallo? Na, weg ist er. Gut, dann gehe ich mal Gacki machen. Ja, wir gehen mal zum PD rüber, oder? Wir gucken uns mal das PD an. Vielleicht mache ich heute einfach eine K9-Ausbildung zum echten Polizeihund. Pff, ja, das sieht so geil aus. Wir müssen uns einen Roller holen. Oh, nee. Oh, nee, das ist Andel, ne? Ja, gut, dann mach ich mal Pipi hier irgendwo hin. Ne? Irgendwo muss ich ja auch. Nein. Jetzt wird es aber langsam mal Zeit, uns einen neuen Fahrbahnuntersatz zu holen, weil wir wollen ja heute noch was angehen mit dem Shiba. Ich schau mal, ob ich mit ihm einkaufen gehen kann. Informativ, der Hund ist gerade vor mir, schnell PD. Hallo? Ah, der hat mich gerade angegriffen. Oh. Achtung, der Hund ist gefährlich. Ah. Weg. Und? Ich bin doch nicht gefährlich. Sieht doch gar nicht so gefährlich aus. Ich bin doch gar nicht, ich bin doch voll süß. Weiter, ja. Komm mal her, Kleiner. Das ist doch so flauschig, sieht der aus. Komm her. Ich wurde schon mal von einem Hund totgebissen. Was habt denn ihr? Der Hund ist auf. Gib dir mal Kusch, dass er ein bisschen chillig wird. Oh, der fühlt mich. Der ist doch ganz lieb, der Hund. Den behalte ich. Den auch hier reite ich durch die ganze Stadt. Beiß die Cops. Der ist so ganz lieb, der Hund. Geh weg, das ist mein Hund. Geh weg, das ist meiner. Okay, jetzt muss ich aber schnell weg, Alter. Und die wollen mich jetzt hier zusammenkloppen. Ich hab meine Jungs verloren. Oh, kann ich damit einsteigen? Oh, bitte sag, steig damit ein. Ich will. Ach, mach keinen 31er, bitte nimm mich mit. Hallo, nimm du mich mit. Bitte nimm du mich mit. Oh, bitte nimm mich mit. Da bei dem Herrn. Hallo. Oh nee, der ist so richtig 31er. Der Herr, ist das Ihr Hund? Mehr oder weniger, glaube ich jetzt, ja. Oh nee, ja, jetzt soll ich nicht sagen so. Das ist ein Problem, weil Sie haften für Ihren Hund. Der Hund hat jemanden verletzt. Okay. Gut, dann gehen wir mal weiter. Eins, was ich weiß, ist, dass das PD hier nicht durchpasst. Und tschüss. Was die vielleicht nicht wissen, ist, ich kann ja Fahrschule fahren, ne? Und auf Wiedersehen. Wenn wir jetzt Glück haben, dann sind die so blöd und checken das nicht, dass ich hier rauskomme. Aber nur, wenn wir jetzt Glück haben, ne? Weil ich hätte gerne mein Fahrradl wieder. Das Fahrradl, das habe ich irgendwo beim PD hinten hingestellt. Deshalb wäre das nicht schlecht, dass wir das Fahrradl vielleicht wiederholen. Oh nee, die stehen da, wo mein Fahrradl ist. Mission Row. Das stimmt doch gar nicht. Er steigt das Fahrrad. Leute, das ist ein Zirkushund. Der hat das im Zirkus gelernt. Der weiß, was er macht. Das ist ein japanischer Zirkushund. Der hat das schon jahrelang trainiert, das Fahrradfahren. Okay, mit dem Fahrrad flüchten ist auch nicht so einfach, aber es ist doch relativ einfach. Ich finde, mit dem Fahrrad flüchten geht eigentlich. Wenn man es richtig anstellt, wie ich gerade, weil ich eine Highspeed hinten habe, ist das voll easy. Ich bin weg, Leute. Ich bin weg. Gibt es eigentlich so ein Fahrzeug, was eigentlich für Hunde passt? Das ist jetzt die Frage aller Fragen. Und könnte ich rein theoretisch jemanden überfallen, wenn ich eine Waffe habe? Das sind auch so Fragen, die ich mir gerade stelle. Weil lustig wäre es auf alle Fälle, wenn wir uns eine Waffe holen als Hund und dann einfach in den Waffenladen reingehen. Oh, ist ja komplett dunkel hier drin. Ja, ich glaube, da ist wohl. Ah! Boah, Bruder. Das sieht ja mal. Ui. So, dann machen wir mal Verbesserungen. Machen wir mal hier, zack. Aber alles hier rein. Getriebe, Motor, Panzerung, Turbo. Optik kann man hier, glaube ich, eh nichts machen, weil das Ding ja immer gleich Lack hat. Gut, ja, Leute, dann fahren wir mal eine Waffe holen. Und schauen wir mal, ob wir einen Laden ausrauben können. Schau mal, wie static ich hier oben sitze. Ja, wir fahren zur 1-7 Waffe holen. Oh, eine Uzi. Habe ich schon mal einen Shiba mit einer Uzi gesehen? Also ich auch nicht. Keiner da. Schön, danke, Bries. Wir können uns in den Keller einbrechen. Ich habe eine Idee, Jungs und Mädels, wir brauchen Fallschirm. Wir benötigen einen Fallschirm. Ob es funktioniert, weiß ich nicht. Aber probieren geht über Studieren, meine Damen und Herren. Easy. Oh, nee.
Oh nee. Oh nee. Uiu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 
Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein! Oh nein. Das ist. Oh, das ist so schön! Schnell weg! Ich hab wieder aufgeholfen. Ich tue auch kein Weh und helfe mir dann nicht. Aber dieses. Ja, die Waffe gerade gezogen hat, voll süß. Was macht denn der hier? Seit wann haben wir Krankenhaustiere? Komm, Kleiner, ich hab Tierfutter für dich. Komm hier. Komm, komm, komm. Ah! Oh. Nicht der Esa. Ah, so. Ah, nee, er hat mich getroffen. Ah. Ich bin ja sonst immer ganz lieb zu Hunden, aber das geht gar nicht. Ja. Hallo. Ich werde von einem Hund entführt. Ich hab hier reden zum kleinen der Esa. Help me. Help. Oh, die machen gerade ein Date. Sauber. Ja, da störe ich ja mal. Oh Gott. Da störe ich mal. Ist der Hund gerade eingestiegen? Wir können ihn ja irgendwo im Park oder so rauslassen. Oh toll, ja genau. Lasst einfach einen Hund ohne Herrchen einfach im Park irgendwo raus. Das ist genau mein Humor. So Leute, Familie habe ich gefunden. Wir werden anscheinend irgendwo wieder ausgesetzt. Wenn euch dieses Video gefallen hat und wenn wir den Babyschieber mal spielen sollen, lasst es mir in den Kommentaren wissen. Wir könnten nämlich auch noch den Babyschieber. Können wir auch noch spielen. Lasst auf jeden Fall kostenlos ein Like da, lasst ein Abo, da würde mich sehr freuen. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal. Haut rein, ich verabschiede mich und Tschüssikowski.